Und damit hallo und willkommen zurück zu No Man's Sky. Ich bin der Dicke und ja, extreme Hitze hier auf diesem Planeten. Uncool. Und ich muss sagen, ja, nee, ich glaube, wir verlassen den auch direkt. Und ich strebe an, eine Anomalie zu finden, um ein neues schwarzes Loch aufzudecken. Und ja, ne? Zentrum der Galaxie, ihr wisst Bescheid. So, das heißt, einmal irgendwie hoch, geboostet. Hab ein bisschen Schluck auf gerade, es tut mir leid. Ihr werdet das verkraften und ich werde das verkraften und alle werden das verkraften, hoffe ich. Schauen wir mal. So, wir sind im Weltraum. Also an sich, das sieht ja schon alles ganz cool aus, abgesehen von der Oberfläche dieses Planeten. Da ist echt ganz schön dark und düster und hast du nicht gesehen und keine Ahnung. Der da drüben sieht schon deutlich freundlicher aus, aber hier scheint es keine Anomalie zu geben. Das heißt, ich würde vorschlagen, wir machen das ungefähr wie folgt. Warte mal, ich guck mal kurz, warte mal, Wegrichtung Atlas? Nö. Freiflug? Nö. Ich fliege einfach mal in Richtung Herz der Galaxie und warp hier mal so ein bisschen rum. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Wir sind bei 619,5... 6-0, warte mal, zack. Also hier geht es auf jeden Fall ja irgendwie offensichtlich näher ran. Also ich weiß jetzt halt nicht, man kann irgendwie nicht gezielt nach Anomalien suchen, glaube ich. 5-5-4. Aber man kann halt einfach irgendwie ja näher ran und so und dann ja einfach immer die maximale Distanz nutzen. Und will ja nichts verschenken. Und dann hoffen, dass man da irgendwie auf eine Anomalie trifft oder so. So, das ist das Maximum offensichtlich. Ich muss kurz husten. Moment. Ja, die Krankheit ist immer noch nicht weg. Ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein Dauerzustand. Ich hoffe, das lässt irgendwann nach. Das wäre nicht schlecht. Hier gibt es eine Raumstation. Das ist toll. Aber keine Anomalie, Leute. Keine Anomalie. Offensichtlich. Schade eigentlich. Ich weiß nicht, wie selten sowas ist. Oder ob man, ich sag mal, schwarze Löcher auch ohne Anomalie finden kann. Ich weiß es nicht. Warte mal. Ich bin mir jetzt gerade unschlüssig. Ich weiß nicht. Ich habe jetzt hier in diesem allgemein nichts mehr zu tun. Ich könnte jetzt ja einfach nur noch permanent durchwarpen. Hier ist schon wieder so ein düsterer Planet hier. Unentdeckt. Pass auf. Wir machen das einfach. Ich drücke wieder M. Es geht direkt wieder in den Weg zur Galaxie-Modus hier. Und wir warpen einfach nochmal so weit, wie geht. 4, 7, 8. Ja, wir nähern uns auf jeden Fall dem Zentrum. Allerdings, ja, langsam. Äußerst langsam. Ja, genau. Und Anomalie und schwarzes Loch und dies und das und bla. Ich weiß nicht, das wird jetzt wahrscheinlich insgesamt auf Dauer etwas monoton, glaube ich, weil, keine Ahnung, ich habe halt an sich nichts zu tun sonst, Leute. Ich muss jetzt warpen, bis ich irgendwann mal irgendwie ankomme. Ich habe inzwischen eigentlich alles ganz gut ausgebaut. Mein Raumschiff ist ganz gut am Start. Mein Multitool ist ganz gut am Start. Ich denke, viel mehr ist nicht. So, Raumstation, keine Anomalie. Es ist, ja, ja, nur begrenzt spektakulär, würde ich sagen. Gut, hier sieht es nicht ganz so unfreundlich aus. Dafür ganz schön pink am Himmel. Unentdeckt, unentdeckt, unentdeckt. Es ist nicht die Welt. Es ist, ich weiß nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Ist es jetzt dann tatsächlich noch lohnenswert, sowas hier dann zu zeigen? Warte mal, hier geht's lang. Also, ja. Ich sag mal, bis hierhin war es ja jetzt ganz cool. Noch ein bisschen was erlebt jetzt in den letzten Folgen. Dies und das und bla. Aber jetzt geht's ja tatsächlich primär, wie ich ja bereits sagte, darum, den Weg ins Zentrum der Galaxie zu finden. Das heißt, eigentlich nur dafür sorgen, dass man immer genug Warp-Zellen am Start hat. Und dann hoffen, dass man irgendwann mal auf ein schwarzes Loch trifft. Warp-Reaktor Theta erfordert. Ist das jetzt zu weit, oder was? Okay, hierhin kann ich warpen ins nächste. Also es scheint dann tatsächlich wohl doch noch eine Warp-Reaktor-Upgrade zu geben. Ha.
Das ist ja krass. Jetzt ist natürlich die Frage, ne? Je weiter ich mich quasi in die Galaxie hineinbewege, werden dann die, ich sag mal, ja, die Dinge, die ich entdecken kann, krasser oder sind die Dinge, die ich jetzt noch nicht entdeckt habe, einfach so selten, dass ich sie halt einfach noch nicht entdeckt habe? Das ist tatsächlich die Frage, die sich mir jetzt so irgendwie stellt, ja. Und vor allem, was sind das hier für lustige grüne Steine? Sind die einfach nur grün, weil hier alles grün ist, oder sind die grün, weil die irgendwie speziell sind? Tamium. Also speziell ist anders. Pass auf, ja, Kupfer, gut. Wir machen es jetzt mal wie folgt. Wir probieren noch mal was. Finales, sage ich mal. Ich gucke jetzt nochmal auf diesen Planeten hier runter, auch wenn der meiner Meinung nach echt ganz schön giftig aussieht und so. Oder vielleicht nicht so die Welt. Schauen wir mal, wobei, naja, die Oberfläche an sich sieht dann doch aus wie auf vielen, vielen anderen Planeten vorher. Ja, wir gucken jetzt mal, vielleicht finden wir ja nochmal irgendwie, ich sag mal, hoppla, hallo, Zivilisation. Und könnten noch mal irgendwie, ich sag mal, ja, gucken, ob wir vielleicht doch noch die ein oder andere Technologie finden können, die ja, wir jetzt aktuell noch nicht haben. Allerdings sieht dieser Planet nicht sonderlich zivilisationsbelegt aus. Hier haben wir auf jeden Fall ein Gebäude. Komm, dann gehen wir mal runter und gucken uns das mal aus der Nähe an. Hübsches Gebäude. Sieht man so nicht allzu oft. Wiederherstellungspunkt. Okay. Ja, warum nicht? Warum nicht? Lebenserhaltung bei 10. Nicht cool. Okay, das scheint eine Fabrik zu sein oder irgendwie sowas. Okay, da müssen wir mal kurz ran. Das trifft sich natürlich ganz gut, weil Fabriken sind ja dann quasi gleich mal etwas... Oh, Hyperraumantrieb ist dann auch aufgebraucht. Da müssen wir neue Warpzellen bauen in der Theorie. Fabriken sind natürlich gleich mal irgendwie ein bisschen was Besonderes. Ist natürlich gut. Das ist natürlich gut. So, hier erstmal wieder aufgeladen. Die Granaten können wir auch eben auffüllen. Ja, dann würde ich sagen, baller ich hier direkt mal rein. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, was jetzt hier da stand an Wächtern. Ja, die drehen natürlich gleich wieder durch. Gut, kein Problem. Einmal rein da. Und das sieht aus nach einer Corvex-Station, oder? So rein von der Optik. Ich würde mal kurz gucken. Warte mal, hier gibt es ja auf jeden Fall was. Ist auf jeden Fall bereits bekannt. Jetzt würde ich mal kurz gucken. Warte mal, ist das... Hier steht natürlich auch keine Stufe oder sowas. Wie krass das jetzt tatsächlich ist, was wir da entdeckt hätten. Wächter deaktiviert. Hier steht ein Würfel. Gucke mal. Toll. Units wurden eingezahlt. Ach so, schön. Lebenserhaltung offline. Achso, ich wollte eigentlich die Lebenserhaltung auffüllen. Genau, das habe ich natürlich gekonnt ignoriert. Kein Problem, alles cool. Jetzt fliegt der Wächter drin rum. Ist mir egal. Einmal angequatscht hier das Ganze. Automatischer Prozessor, keine Ahnung. Korrekt, Operationszentrale. Okay, giftig. Bla, bla, bla. Warte mal, was? Ausgabe des Terminals verschlüsselt. Ich erkenne ein paar Worte wieder. Der Rest ist durch verloren gegangen. Bla, Schild, Rauch. Ich drück mal auf Gas. Ja. System ist reaktiviert. Mal gucken, was es jetzt gibt. Bereits bekannt. Täter plus 3. Also es ist tatsächlich, ich sag mal, ein normales, durchschnittliches Update. Plus 3 ist ja jetzt eigentlich nicht die Welt. Warte mal, wir gucken mal kurz rein. Plus 3 habe ich auf jeden Fall. Wobei es ist jetzt aktuell das Stärkste, was ich tatsächlich bauen kann, oder? Ja, offensichtlich. Aber hier ist alles so ein bisschen plus 3. Was ist das? Gesundheitsmodul. Ja. Was soll ich sagen, ne? Was soll ich sagen? Ich weiß es nicht. Also ich habe keine Ahnung, was jetzt hier abgeht. Ich habe immer noch die Möglichkeit, diesen Atlas-Dings zu suchen. Aber ganz ehrlich, Leute. Das ist dann auch blöd. Komm, okay. Wir geben uns jetzt noch nicht geschlagen. Ich werde einfach nochmal ins Raumschiff einsteigen. Und nochmal ein Stückchen weiter fliegen. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas. Ansonsten, pass auf, warte mal. Einmal können wir noch machen. Wir steigen nochmal kurz ein bisschen ins Weltall hoch. Der Himmel, der macht mir echt Angst. Ne? So krass grün, das sieht nicht gesund aus. So, sind wir jetzt schon im Weltall?
Offensichtlich. Hier gibt es Steine. Und ich hau mal kurz einen Scan raus. Manchmal hat man ja das Glück, wenn man, genau, verlassenes Gebäude entdeckt, wenn man im Weltall scannt, dass man dann tatsächlich Dinge findet. Okay. Okay, das sieht gut aus. Warte mal, das sieht echt gut aus. Hier kann man ja auch ein bisschen schneller unterwegs sein. Das war dann doch näher als erwartet. Ich würde sagen, da gucken wir mal hin. Da gucken wir mal hin, vielleicht ist da irgendwas Special-mäßiges. Na genau, hier geht schon wieder los. Feindlicher Subraum-Scan. Da habe ich natürlich jetzt nur begrenzt Lust drauf. Ich kann ja nochmal eben meinen Impuls-Schnickedings. Oh mein Gott, nein, 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 nicht zu weit weg, nicht zu weit weg. Um Gottes Willen. Genau, bevor jetzt gleich wieder die Enemies kommen hier und mich davon abhalten, hier Dinge zu tun, da gehe ich mal lieber direkt in die Atmosphäre, weil da sollten sie mir in der Theorie nicht folgen. Ich hoffe. Sieht an sich ganz gut aus. Ich glaube, die ballern nicht mehr. Schön. Und dann gucken wir uns einfach mal dieses verlassene Gebäude an. Oh doch, da kamen noch Schüsse. Aber man weiß es nicht. Kurz mal die Nase jucken. Okay, alles klar, weiter geht's. Guck jetzt mal da runter und lass uns mal überraschen, was da tatsächlich abgeht. War ein ganz schön langer Prozess des Eindringens in die Atmosphäre. Nun gut, so ist das. Okay, wieder deutlich zu weit weggeparkt. Ah, das sieht schon insgesamt ganz schön cool aus hier, mein Raumschiff. Und so allgemein, ne? So mit dem grünen Himmel und dem roten Lack und so. Whatever. Ich schweife schon wieder vom Thema ab. Oh, oh. Oh ja, ein verlassenes Gebäude. Gut, wer hätte es gedacht? Puh. Rauchwolken. Komische Dinge. Drück doch mal drauf. Lass uns überraschen. Ich habe eine Leiche gefunden. Oh nein. Datenprotokoll analysieren. Verschlüsseltes Datenprotokoll. Toten und Reisenden. Das wird mir was hinterlassen. Bereits bekannt. Sigma. Strahlungsdeflektor Sigma. Ich gucke mir das kurz mal an. Wo wäre denn das? Das wäre hier, genau. Nee, nicht E, sondern Linksklick. Hier. Strahlungsdingen Sigma. Okay. Okay. Also der sieht so aus wie tatsächlich das Einsteigermodell. Und dieses Ding ist dann doch eine Nummer krasser. Tau. Was die Materialien angeht. Kann man ja noch scrollen? Nein. Also ich glaube, mit fortschreitendem Status in der Galaxie werden die Rezepte, die man finden kann, nicht besser, Leute. Das ist bitter. Und das bedeutet eigentlich, es kann nicht mehr viel passieren. Außer man sucht jetzt wirklich, ich sag mal, Stunden, tagelang nach dem, ich sag mal, letzten Warp-Upgrade oder dies oder das. Oder ich zeige euch jetzt tatsächlich, ja, ich sag mal, permanent, wie ich hier durch die Galaxie warpe. Ab und zu mal eine neue Warp-Zelle baue, um meinen Tank wieder aufzufüllen. Und so weiter und so fort. Und weiß ich nicht. Ich meine, ihr könnt es mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon halten würdet. So eine klassische, man sieht mich über Folgen hinweg einfach nur durch die Galaxie warpen. Also ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass das tatsächlich spektakulär ist, weil ich selber fände es, glaube ich, nicht spektakulär, das zu beobachten. Und ich wüsste auch nicht, was ich über all die Zeit dann erzählen soll. Leute, ich bin ratlos. Sagt mir, was ich tun soll. Ich meine, ich denke, wir haben in dem Spiel jede Menge erlebt. Ja. Höhen, Tiefen. Aber ich glaube, jetzt wird es dann tatsächlich sehr, 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 sehr monoton. Ja. Genau. So werden wir es machen. Schreibt mir einfach mal in die Kommentare, Leute, was ihr jetzt, was ihr von diesem Format, von diesem Let's Play, von dieser Geschichte jetzt hier noch erwartet. Was ihr gerne noch sehen wollt oder ob ihr noch was sehen wollt. Und dann schauen wir mal, ob wir das machen können oder so. Aber
Weiß es nicht. Ich meine, die Animation war beim ersten Mal echt schön. Auch beim zweiten Mal habe ich sie noch gefeiert, aber inzwischen kennen wir sie. Und darauf zu spekulieren, dass man hier irgendwann mal auf eine Anomalie, auf ein schwarzes Loch, auf irgendwas, ja, Unbekanntes trifft, ist halt schon ziemlich, ziemlich sportlich. Hier ist noch ein Handelsposten, Leute. Aber bei einem Handelsposten werden wir wahrscheinlich ja auch keine Technologien finden. Und der ist auch wieder ganz schön weit weg. Eine Stunde. Na gut. Komm. Zum krönenden Abschluss dieser Folge fliegen wir jetzt noch zu diesem Handelsposten. Ich hoffe, ich werde zwischendurch nicht angegriffen. Und dann warte ich einfach mal auf euer Feedback, Leute. Schreibt mir, was ich tun soll. Was ihr sehen wollt. Worum es hier in diesem Format weitergehen soll. Und dann schauen wir mal, was wir dann da machen können. Ob wir da was machen können, wie wir das dann machen können. Das ist ein schöner Planet. Optisch gefällt er mir sehr gut. Genau. So machen wir das, Leute. Jetzt bin ich gänzlich sprachlos. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Ich könnte ja mal wieder meine Meinung zu diesem Spiel, jetzt nochmal erneut meine Meinung zu diesem Spiel loswerden. Ich fand's schön, teilweise. Es war monoton, teilweise. Es war nicht das, was man sich erhofft hatte, aber es war zu Großteilen das, was angekündigt war. Das lernen wir daraus, weniger hoffen, mehr auf das Vertrauen, was Entwickler sagen. Wobei das in vielen Fällen auch keine gute Idee ist. Naja. Ich denke, man kann aus diesem Spiel durch, ich sag mal, DLCs oder so, noch jede Menge rausholen. Man könnte da eigentlich richtig krasses Zeug machen. Questreihen, erweitertes Roleplaying, sag ich mal. Gut, einen Multiplayer-Modus da reinpatchen, das wird wohl nichts. Alleine aufgrund der Größe dieses Universums wäre es ja gar nicht möglich. Also Multiplayer im Sinne von MMO, sag ich mal. Halte ich für unwahrscheinlich, wird nicht funktionieren. Die Datenbank wäre so riesig. Das funktioniert so, glaube ich, nicht. Aber dennoch wäre es cool. Schön, wie der Planet hier so aussieht. So grün mit dem Wasser und so. Ja, hat ein bisschen Urlaubsflair. Allerdings habe ich das Gefühl, dieser glorreiche Handelsposten kommt einfach nicht näher. Und ja, da das Geschwindigkeitslimit auf einem Planeten ja bei 150 liegt, beziehungsweise stark variiert, dauert das ein wenig. Oh, jetzt muss ich gehen. Um Gottes Willen, Entschuldigung. Ist schon wieder ganz schön spät, wie das halt so ist. Ja. Wäre auch völlig Quatsch, wenn ich mal anfange, Videos früher aufzunehmen. Das geht ja gar nicht. So, gucken wir uns das Ganze hier an, ob hier irgendwas geht, was hier so geht. Hier sind auf jeden Fall Kisten. Komm, die Kisten gucken wir uns an. Vielleicht finden wir ja in irgendeiner Kiste irgendwas Cooles. Brennbarer Staub steht da. Das sind V1-Trümmer auf jeden Fall hier. Suspensionsflüssigkeit, die nehme ich gerne. Elektronendampf nehme ich auch gerne. Hilft auf jeden Fall bei der Erstellung der nächsten Warp-Zellen. Aber ansonsten war es das. Da drüben stehen noch ein paar Raumschiffe. Hier steht noch ein lustiger Kumpel. Wärmeschutz bei 75. Was bringt er hier so mit? Reisender des Atlas. Forschung. Corvex, Konvergenz, Reisender, Atlas, bitte, bitte. Kenntnis des Symbols zeigen. Okay. Okay, ein Geschenk. Eine neue Technologie. Okay, tatsächlich mal was Neues. Jetpack. Dings, das lässt einen natürlich hoffen. Aber ich glaube, das war einfach nur extremes Glück. Und ich würde sagen, ja, gut, wir sind an sich durch, Leute. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, was ihr von diesem Let's Play jetzt noch erwartet. Was ihr sehen wollt, was ihr, ob ihr dolle böse darüber werdet, wenn ich jetzt sage, jo, alles klar, wir sind durch. Auch wenn wir nicht durch sind. Aber ich denke, alles, was jetzt folgen würde, wäre sehr monoton und nicht wirklich, sage ich mal, ja, cool.
Und mit diesen, ja, doch schon eher bitteren Worten würde ich sagen, beende ich diese Folge und bedanke mich, ja, wie immer recht herzlich fürs Zuschauen, Kommentare und so weiter. Daumen hoch runter, wie es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. No Man's Sky. Ich bin der Dicke. Bis dann.